Hey, flieg weiter. Oh, du willst spielen, hä? Du bist vielleicht süß. Ich nenne dich also... Elfie! Alarm! Sam, der Pinguin hat mit seinem Entchenboot Ducky seltene tropische Fische gestohlen. Ich kümmere mich drum wie Sie. Tut mir leid, Kleiner, aber mich ruft meine Pflichten. Ich hab den diebischen Ducky im Visier. Battering werfen! Was? Oh, Mist, Batman! Oder zumindest ein blödes Auto! Elfie? Wie kommst du denn hier rein? Tut mir leid, aber im Augenblick störst du. Ich muss einen Bösewicht einfangen. Okay, aber komm mir nicht in die Quere, Elfie. Sieht es nach Regen aus? Ich würde sagen nein. Aber besser, man ist vorbereitet. Haha! Jetzt geht's los, Elfie. Jetzt diese finanziell verlockenden Fische. Elfie, ich hab dir doch gesagt, dass, ach, du kannst mich gar nicht verstehen, stimmt's? Natürlich nicht. Du bist eine Fledermaus. Okay. Finden wir Duck. Hab dich! Los, Elfie! Husch, verzieh dich, du furchtbarer Flattermann! Toll gemacht, Elfie. Du bist ein cooles Kerlchen. Was für eine Nacht. Kommen wir zum Doppel-A, also ausspannen und aufladen. Bam, du bist wieder da. Du wolltest mir doch mit meinem Boostersprüngen helfen, weißt du noch? Komm mit. Super, Bibi, du bist durch den Höchsten gekommen. Du bist toll, Bam. Das warst du allein. Okay, jetzt wird's aber höchste Zeit zum Aufladen. Komm schnell, das musst du unbedingt sehen. Was gibt's, Buff? Ist er nicht zuckersüß? Oh, der kleine Elfie. Und ob er das ist? Aber so funktioniert meine Winde nicht. Versuch doch, ihn irgendwas apportieren zu lassen. Das mag er. Hey, ja. Ja. Holz! Brave Fledermaus! Oder auch nicht. Das wird gleich das beste Aufladen seit langem. Bam! Zeit für einen Anstarrwettbewerb. Fertig, dann los! Bloß nicht blinzeln, bloß nicht blinzeln! Ah, wieso verliere ich immer? Ich hab nicht mal echte Augenlider. Nächstes Mal gewinnst du bestimmt. Hey, ja. Bist du das? Hier unten! Oh, müssen wir schon wieder die Stalagmiten nachmessen? Genauso ist es. Gemessen habe ich schon Bertha, Tim, Michael und Big Bob. Und lass mich raten. Du brauchst Hilfe, um an Lil ranzukommen. Du kannst wohl meine Gedanken lesen. Hilfst du mir mit dem Bett an, Docker? Wow, sie ist schon 76 Zentimeter groß geworden. Mann, sie wird unglaublich schnell groß. Danke, Ben. Bam? Gute Nacht, Bam. Ich hab einfach die besten Freunde. Ich habe die Drohnenkamera nicht ausgeschaltet. Einen Moment kurz. So, ein super Bild vom besten Superhelden auf der Welt. Robin. Und ich will ja nicht angeben, aber er ist quasi sowas wie mein bester Freund. Hey, BC, ich mache ein Videotagebuch mit einer Bat-Drohne. Kannst du uns vielleicht was zu Robin zeigen? Mit dem größten Vergnügen, Redbird. Robin ist ein cooler, verkleideter Verbrecherjäger, der Gotham City beschützt. Er ist Batmans Partner und gemeinsam bringen sie Schurken zur Strecke. Auf geht's, Wunderknabe! Warum wird Robin eigentlich so genannt? Vermutlich, weil er ein Knabe ist und obendrein ein Wunder. Klar, ein Wunder wie aus dem Bilderbuch. Da
das wusste ich. Noch viel besser finde ich aber, dass ich Robins allerliebstes Auto für die turbulente Verbrecherjagd bin. Zusammen sind wir schon auf so vielen Missionen gewesen. Es gibt nichts, das Robin mehr gefällt, als einen Verbrecher dingfest zu machen. Abgesehen von dem leckeren Burger, den er sich danach gönnt. Robin hat mich mit denselben Gadgets ausgestattet, die er hat. Nicht nur mit dem Ninja-Stab, sondern auch mit der Bärtarnung. So können wir so gut wie unsichtbar werden. Au! Red benutzt seine Bärtarnung schon wieder in der Höhle. Redbird? Entschuldige. Was ich sagen will ist, Robin und ich sind fast sowas wie Zwillinge. Und ich denke, deswegen habe ich ihn mir als Lieblingsheld ausgesucht. Alarm! Angeblich bricht der Riddler bei Starlabs ein. Robin ist schon auf dem Weg. Heiliger Hubraum, dann erwartet mich wohl wieder eine rasante Spritztour mit Robin. Also bis später, Leute. Mit Robin seid ihr, was er kann. Ich bin echt platt. Wenn mich jemand braucht, ich nehme ein Bettbad. Das ist nur ein Blubberbad. Mit mir drin. Das verstehe ich gut, Batgirl. Ich werde eine Stunde Wohlfühlzeit in deinen Kalender einfügen. Perfekt. Du hast heute alles gegeben, Bibi. Du solltest dir auch etwas Entspannung gönnen. Entspannung? Zum Entspannen bin ich viel zu aufgedreht. Ich war der Hammer da draußen. Hast du mich gesehen? Ich muss die Energie noch irgendwie rauslassen. Am besten drehe ich ein Tanzvideo. Okay, BC. Spiel bitte etwas Tanzmusik für uns. Ah, natürlich. Wirklich klasse. Zuerst mal ein Move, den ich Hinterradhüpfer nenne. Wollt ihr nicht mitmachen? Tanzen wir gemeinsam herum. Fantastisch, BC. Toller Beat. Okay, ihr Lieben. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen Fahrt auf. Und zwar hiermit. Wir drehen uns im Kreis. Okay, kommen wir jetzt zu meinem speziellen Move. Er nennt sich Bibi Batusi. Bewegt die Hände und macht mit. Sache, so muss es aussehen. Jetzt kombinieren wir alles. Hüpft rauf und runter. Wirbelt im Kreis und wackelt mit den Händen. Ich bin richtig begeistert. Ihr könnt mit mir tanzen, solange ihr... Ich fühle mich wie neugeboren. BC, habe ich noch Wohlfühlzeit übrig? Ja. Du hast ungefähr 12 Minuten und 38 Sekunden übrig. Das ist ungefähr genug Zeit, um ein paar Bad Brownies zu verputzen. Das sind normale Brownies mit meinem Namen drauf. BC, Mo soll nach meinem Motorrad sehen. Ich glaube, da stimmt was nicht. Hallo, meine BFFs. Beste Freunde für immer. Es gibt wieder ein neues Video von mir und heute Abend nehme ich euch mit in das spannende Privatleben von Batwing. Ich bin soweit. Dann los! Bevor ich die Straßen von Gotham von Verbrechern säubere, säubere ich zunächst mal mich selbst. Ich empfehle extra Blasen. Sonst riecht man wie Fledermausmist. Entschuldige, Mo. Wusste nicht, dass du da drin bist. Hoppla. Oh, das riecht nach Kokosnuss und Kaugummi? Ja, das ist der Duft meiner Wahl. Oh, und ein Tipp für euch. Jeder braucht seinen eigenen Duft. Es wird Zeit fürs abendliche Briefing. Und als einziges Mitglied des Teams, das auch fliegen kann, bekomme ich oft ganz besondere Aufgaben zugeteilt. Guten Abend, Batwheels. Wir sind gewarnt worden, dass der Riddler im Kunstmuseum von Gotham etwas vorhaben könnte. Batwing, bitte flieg auf deiner Runde beim Museum vorbei. Wird gemacht! Habe ich schon erwähnt, dass ich das einzige fliegende Teammitglied bin? Das bedeutet, ich bin technisch auf dem neuesten Stand. Heute Abend probiere ich mein neues Infrarotsicht-Upgrade aus. Oh, ich liebe es, über die Stadt zu fliegen. Ganz besonders über den See im Gotham Park, da sehe ich mich selbst. Ich glühe wie ein Feuer in der Infrarotansicht. Oh oh, BC hatte recht, da passiert wirklich was im Museum. Das ist doch echt mal Glück für euch. Ihr könnt sehen, wie ich mein Batwing-Ding mache. Ein Rätsel für euch. Warum sollte man nie einem Künstler vertrauen? Weil wir es oft zu bunt treiben. Ich kenne mich nicht mit Kunst aus, aber ich weiß, was ich mag und das gehört nicht dazu. Zeit, die Rückwärtsturbine anzuschmeißen. Ich riech plötzlich nach Kokosnuss und Kaugummi. Der Riddler ist für euch verpackt, BC. Ruft die Polizei an. Wird gemacht.
Gute Arbeit, Batwing. So, das war mein Tag. Habt noch eine schöne Zeit, ihr Lieben. Und denkt immer dran, breitet die Flügel aus und fliegt. Schau nicht so mies drein. Wenn du lachst, wird es gleich besser sein. Frust hat keinen Zweck. Lächel alle Sorgen einfach weg. Du wirst sehen, dein Ärger wird vergehen. Was soll schon groß geschehen? Das ist einfach zu verstehen, wenn einfach sich all seinen Ängsten stellt. Wolken lichten sich und die Sonne scheint für dich und mich. Nimm ganz cool jede Kurve. Cool jede Kurve. Nimm einfach cool jede Kurve. Und dann läuft das rum. Und dann läuft das rum. Und läuft es wieder rum. Läuft es wieder rum. Es liegt Spannung in der Luft hier bei der berühmten Gotham City Auto Show. Heute ist hier nämlich eine besonders berühmte Persönlichkeit zu Gast. Batman, würdest du uns ein paar Fragen beantworten? Tut mir leid, ich hab grad keine... Du hast heute Abend das weltbekannte Batmobil dabei. Erzähl uns, was dieses Auto so besonders macht. Da gibt es viele Gründe, aber die verrate ich lieber nicht. Ich würde sagen, die wichtigste Eigenschaft des Batmobils bei der Verbrecherjagd ist eindeutig sein Tempo. Erzähl mal, Batman. Diese elektrisch angetriebenen Wasserstoffturbinen erlauben eine Beschleunigung von 0 auf 100 in... 2 Sekunden. Und dann gibt es eine Menge Spezialfunktionen, die in dem Wagen stecken. Was kannst du uns dazu sagen, Batman? Ich rede nicht über die Sonderausstattung des Batmobils. Zu unserem Glück haben wir Archivaufnahmen. Quack, quack! Wahrlich batastisch. Viele Einwohner Gothams haben auch gesehen, wie das Batmobil ankommt, wenn du es zu Hilfe rufst. Hast du dazu einen Kommentar? Nein. Tja, dann sehen wir uns auch dazu etwas Archivmaterial an. Oh nein, Batman! Oh nein! Oh, das Batmobil ist da und rettet ihn. So cool! Wow, Batman, du hast wieder Wind! Oh, das Batmobil wirft Handschellen aus! Der Hammer! Was? Der Wahnsinn! Es wirkt, als würde das Auto selbstständig denken können. Das würde ich nicht sagen. Die Technik des Batmobils ist so fortschrittlich. Und wir fragen uns, was hat es eigentlich noch drauf? Ich kann nicht mehr... Alles in Ordnung? Es geht. Ich verstehe nur nicht, wie... Sie sagten es doch selbst. Man kann sich nur fragen, was das Batmobil noch alles drauf hat. Der Tischler durchstochert von Ort zu Ort, ein Schatten in der Nacht. Er schaltet und testet und schon ist er fort, langsam wird nichts gemacht. Geniale elektrische Power am Start mit voller Kraft voraus. Seinem Rad das Zeichen der Fledermaus. In jeder Nacht, an jedem Tag ist er das Gericht. Verbrechen und nicht, er bringt sie aufs Licht. Bam, bam, Justiz auf Rädern, ja. Flink und schnell stoppt er die Kriminellen, ein Autosuperstar. Bam, bam, mutig und genial, ein Schurken fangender, Feinde schlagender Held. So macht er das nun mal. Was er tut, er führt das Batwheels-Team. Hält
Streifen drehen durch, wenn du den Frieden störst. Schneid dich lieber an und zitter vor Furcht, wenn du seinen Namen hörst. Es ist Bam, Bam, Justiz auf Rädern, ja. Flink und schnell stoppt er die Kriminellen, ein Autosuperstar. Bam, Bam, mutig und genial, ein Schurken fangender, Feinde schlagender Held. Ein Autosuperstar. Bam, Bam, mutig und genial. Ein Schurken fangender, Feinde schlagender Held. So macht er das nun mal. In jeder Nacht, an jedem Tag ist er das Gericht. Verbrechen und Bild, er bringt sie ans Licht. So macht er das nun mal. Ich erzähl euch von dem Truck, der hier fährt, mit nem fetten E-Motor und nem goldenen Herz. Er ist tadellos. Nen besseren Bad-Freund findest du sonst nie, doch treffst du Unfug, dann ist ganz schnell Schluss mit Lieb. Denn dann zieht das Team los. Man nennt ihn Buff, Tuff, größer als groß, wie ein Zug zieht er los. Er gibt niemals auf. Buff, Tuff, er weicht nie aus, sondern nur geradeaus. Buff, Tuff. Ihr Schurken, nehmt euch vor ihm in Acht. Dieser Monster-Truck hält euch wach bei Nacht. Diese fiese Maschine. Und mit Batman auf dem Fahrersitz bringt der Frieden nach Gotham und der Böse schwitzt. Und er verzieht keine Miene. Denn er ist Buff, Tuff, größer als groß, wie ein Zug zieht er los. Buff, Tuff, er gibt niemals auf. Buff, Tuff, er weicht nie aus, immer nur geradeaus. Buff, sie macht sich bereit für einen gefährlichen Sprung. Sie fühlt sich lebendig und sie holt nochmal Schwung. Bibi hat Nerven aus Stahl, das weiß man überall. Bibi ist Bad Girls Motorrad. Es gibt keinen Kampf, den Bibi nicht wagt. Die Verbrecher heim und sperrt sie alle ein, denn sie ist viel schneller, stärker, macht jedem Schurken hier Ärger. Schneller, stärker, oh, schneller, stärker, macht jedem Schurken hier Ärger. Schneller, stärker, oh. Batwing ist auf und unterwegs, geschwind.
geschmeidig und gepflegt. Ja, himmelhoch steigt sie hinauf. Sieht Schurken vors Gericht, dann Yoga-Unterricht. Mit Batwing-Stil hat sie es drauf. Mit Flügeln und mit Jet und Elektronetz ist sie stets kampfbereit. Ob ganz himmelhoch oder als U-Boot, Batwing bringt es weit. Seht, wie sie fliegt, fliegt. Verbrecher aus der Luft besiegt. Sie siegt, fliegt, fliegt. Verbrecher aus der Luft besiegt. Sie siegt. Sie steigt durchs Wolkenmeer empor, mit Radio im Ohr, die Diva hier im Batwheels Team. Hält aus, so wenn sie fliegt, hat alles stets im Blick, weiß, wohin die Schurken fliehen. Mit Flügeln und mit Jet und Elektronetz ist sie stets kampfbereit. Ob ganz himmelhoch oder als U-Boot, Batwing bringt es weit. Seht, wie sie fliegt, fliegt. Verbrecher aus der Luft besiegt. Heftig, Räder drehen sich stark und kräftig. Alles
Raumstadt, die Spannung ist groß. Batman braucht sein Team. Es geht los. Für die Batwheels, jetzt wird's heftig. Räder drehen sich stark und kräftig. Alles Raumstadt, die Spannung ist groß. Batman braucht sein Team. Es geht los. Sind übel dran, weil das neue Bat-Team sie stoppen kann. Denn Batman und Robin reagieren dann prompt. Doch wisst ihr, wie ein Held zu seinem Einsatz kommt? Die schnellen Batwheels helfen ihm jederzeit. Batwheels sind zu allem bereit. Batwheels werden Sieger sein. Batwheels setzen sich für Batman ein. Bam, Buff und Phoebe, Redbird und Wing. Lassen die Reifen quietschen, das ist ihr Ding. Wenn ihr auf Motoren Lärm und Tempo steht, seht hier, wie in der Betthöhle die Action abgeht. Batwheels kämpfen gegen Unrecht und Leid. Batwheels sind zu allem bereit. Batwheels werden Sieger sein. Batwheels setzen sich für Batman ein. Und Bibi, Redbird und Wing lassen die Reifen quietschen, das ist ihr Ding. Wenn ihr auf Motoren Lärm und Tempo steht, seht ihr, wie in der Betthöhle die Action abgeht. Batwheels kämpfen